Yo, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von CODBO3. Wir zocken Herrschaft. Und ich hoffe, dass wir hier ein paar Punkte absagen können. Aber ich stelle mich ja manchmal ein bisschen dämlich an. Erstmal die erste Base hier holen. Ah, haben wir. Okay, dann geht's mal ganz entspannt weiter. Ich hoffe, dass es entspannt wird. Junge, ich bin auch noch da. Ja, fängt schon geil an. Ich scheine den Gegner gar nicht getroffen zu haben. Leider. Leider habe ich den Gegner gar nicht getroffen. Ich tauche mal ab, Junge. Ich tauche mal ab. In der Hoffnung, dass ich hier was erreichen kann. Da oben springt jemand. Nice, den haben wir. Komm hier hoch. Oh shit! Wir haben Alpha verloren. Komm schon. Scheiße. Du bist ja ein Freund, Kumpel. Du bist ja ein Freund. Alter, ich hab Angst. Echt Angst hier. So geil kann ich das Game auch nicht hier. Aber bisher haben wir ganz gut Glück gehabt. Ganz gut. Boah, Alter. Luck. Richtiger Luck noch im letzten Moment hier. Scheiße. Schnell weg. Ich weiß gar nicht, ob das für die Gegner jetzt war oder für uns. Oder von uns. Oder von den Gegnern, ich habe keinen Plan. Vorräte unterwegs. So ein paar Lücken hat das Spiel für mich noch. Ich bin also kein CODBO3 Pro Gamer. Muss ich auch ganz klar mal sagen. Shit. Oh, von hier kommen sie jetzt, glaube ich. Oder könnten kommen. Das ist einer von uns. Verbündete Drohne nähert sich. Oh, so kacke auch noch geworfen, das Teil. Scheiße. Fuck, was war das denn? Nein. Kacke, ich muss weg, Alter. Das wusste uns nichts. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir den noch bekommen. Konterdrohne nähert sich. Shit! Drohne nähert Fuck! Sich. Och, Menno. Wir verlieren A. Aber wir dürfen uns nicht beschweren. Momentan läuft's ganz gut. Auch wenn wir diesen Skill wahrscheinlich nicht halten können. Ist mir völlig wurscht. Wir haben Alpha verloren. Bisher kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Verbündetes, verstärktes Geschütz eingesetzt. Oh, fuck, was mache ich hier? Was mache ich hier? Verdammte Scheiße. Scheiße, was war das denn jetzt für ein Kack? So ein Mist aber auch. Jetzt habe ich einen richtigen Kill verkackt. Das hätte ein Punkt für mich sein können. Aber ich hab's vermasselt. Scheiße. So ein Mist. Ja, die Schusslichkeit ist manchmal echt ärgerlich. Feindliche Blitzschlagzielerfassung. Oh, wenn ich sowas höre. Kriegt echt immer Herzpumpen. Feindliche Drohne gesichtet. Achtung, feindliche Vorräte. Oh, nice. Komm. Shit. Hätte ich mal lieber eine HE reingeworfen. Ich glaube, da hätte ich mehr mit punkten können. Als wie diese Blendgranate. Hey, haben die irgendwas hier mit dem Rennen verändert? Ich muss das jetzt immer drücken, die Taste. Sonst musste man nur bloß einmal drücken und der ist automatisch gerannt, solange wie man den Stick nach vorne gedrückt hat, oder? Haben die das jetzt irgendwie geändert? Kann das sein? Boah, Glück gehabt. Scheiße! Elektrisiert. LOL.
Was hat der denn für eine Hardcore-Waffe, bitte? Der Feind hat Charlie eingenommen. Das hat mich jetzt auch zweimal hintereinander getötet. Feindliche Blitzschlag-Zielerfassung. Das ist echt unfair. Achtung. Da ist, glaube ich, jemand. Feindliche Vorräte über uns. Oder auch nicht. Charlie wird gesichert. Oh, fuck! Ey, dass ich auch immer in den ungünstigsten Momenten nachladen muss. Ich verstehe es selbst nicht. Da muss ich noch einiges lernen, glaube ich. Ah, Niederlage. Aber wir hatten wenigstens eine Chance. 75 zu 100 geht ja noch einigermaßen. Besser als wie 50 oder so. Wie es ja manchmal der Fall ist, leider Gottes. Erledigt. Ja, erledigt. Gerade noch so. Halbzeit. Es ist Halbzeit. Spiel beginnt in Wuhan. Los geht's. Hoffentlich auf eine gute Runde. Vorräte unterwegs. Ey, die haben das geändert. Ich muss jetzt den Stick immer halten zum Rennen. Das war vorher, glaube ich, nicht so. Der Feind hat Alpha. Hoffentlich rennt da jemand rein. Ist abgesichert. Vielleicht haben wir Glück. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Feind hat Bravo eingenommen. Abgeschossen. Komm, lad nach, komm, lad nach, komm, lad nach. Feindliche Vorräte über uns. Das muss hinter uns aufpassen. Drohne nähert sich. Ja, ich verpiss mich lieber, bevor ich gleich drauf gehe hier. Aber das kann überall nach hinten losgehen. Feindliche Drohne nähert sich. Scheiße. Ich kann da nicht so schnell reagieren irgendwie. Irgendwie habe ich es da nicht drauf. Reaktionsvermögen ist relativ langsam. BO3 ist einfach deutlich zu schnell. Ich habe auch keine alten BO-Teile gezockt. Also zumindest Multiplayer-mäßig habe ich COD noch nie gespielt. Das ist absolut neu für mich. Das ist aber cool. Das ist wirklich cool. Aber nicht einfach. Ist das Ding schon wieder weg hier? Warum ist es weg? Nein, was mache ich denn? Das gibt's doch nicht. Ich depp auch noch runtergefallen. Zielerfassung aktiv. Wir verlieren C. Sichern B. Komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. Nice. Sehr gut. Den haben wir. Wo, hinter uns, glaube ich, irgendwo? Achtung, feindlicher Blitzschlag. Da oben. Verdammt aufpassen. Auch nice, haben wir auch Gold, das Teil. Oh, fuck. Scheiße. Hat er jetzt gerade drei Leute gekillt hinten, von hinten? Das ist ja wohl mal richtig zum Heulen. Drei Leute hat er einfach mal getötet. Das ist traurig. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gut, 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 gut. Feindliche Drohnen gesichtet. Ja. Drohne verlässt. Prophet vernichtet. Sichern Alpha. Komm, lad nach, komm, lad nach. Scheiße. Wir verlieren C. Alle Orte gesichert. Aktuelle Position halten. Alter. Ich erschreck mich da noch immer so fett. Feind hat Bravo eingenommen. Haben die das Teil jetzt entschärft oder was? Charlie wird gesichert. Weil ich doch da die Bombe hingesetzt hab. Zumindest habe ich das gedacht. Prophet vernichtet. Bravo ist abgesichert. Haben wir, nice. Wir haben teils schon richtig gut Punkte durch Basen geholt. Weil wir die doch relativ oft einnehmen könnten. Alle Orte gesichert. Aktuelle Position. Da war gerade jemand. Wir haben Charlie verloren. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vorräte nähern sich. Shit! Kacke, wie kann mich. Ich bin noch gerade hochgesprungen, oder? Wie kann der mich denn da jetzt noch treffen, wenn ich eigentlich schon weggesprungen bin? Entweder ist der Ping so hoch, dass ich da echt Verzögerung drin habe. Massig Verzögerung. Oder ich stelle mich ein bisschen zu blöd an.
Das will ich natürlich auch nicht. Das will ich natürlich auch nicht verneinen. Shit. Das Ding haben wir. Was mache ich hier eigentlich? Rumgimpen? Rumwarten? Auf was? Wir haben doch die Base. War wohl nix. Oh shit. Ein Müh. Ein Müh hätte gereicht, um diesen Gegner zu töten. Aber... das habe ich leider nicht geschafft. Aber jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich, du Pisser. Schnell nochmal nachladen. Bevor es wieder weitergeht. Das sieht gut aus. Macht mit der Mission weiter. Ja, wir sind ja dabei. Wir versuchen es ja. Wir versuchen es ja fleißig. Oh, über mir. Aber wir schaffen es noch, komm schon. Charlie wird gesichert. Hier müssen wir wieder aufpassen. Wir haben A verloren. C gesichert. Oh. Wir verlieren Glück gehabt. Richtig Glück gehabt. Nice. Komm, 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 komm. Wir verlieren C. Oh shit! Einfach draufgehalten und mich trotzdem noch getötet. Alpha ist abgesichert. Ey, ich muss das umstellen. Das mit dem Rennen, das ist ja hier total katastrophal. Was hat der denn für eine Reichweite mit dem Teil? Bitte? Das ist ja brutal. Feindliche Drohne gesichtet. Wie soll man denn da eine Chance haben? Mehrere feindliche Drohne gesichtet. Stand doch übertrieben weit weg. Oh oh. Wir verlieren Bravo. Oh oh. Ich will Bravo aber nicht verlieren. Sichern Sie. Der Feind hat B. Scheiße! So knapp, Leute. Guckt euch das an. Da 195 zu 200. Ey, das ist so übertrieben knapp. Aber ich glaube trotzdem, dass wir eine relativ gute Runde geliefert haben. War auch relativ geil. Wir hatten relativ oft Glück. Haben allerdings auch ein paar Sachen ziemlich verkackt, weil wir uns einmal falsch verhalten haben. Aber trotzdem, eine nice Runde, hat Bock gemacht. Es gibt keine Worte, um das zu beschreiben. Gucken wir mal unsere Stats an. Auf ganzer Linie gescheitert. Steigt euch an. Ja, 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 ja. Geht zurück ins Bootcamp. Na, oben stehen tun wir auf alle Fälle nicht. Aber in der Statistik müssten wir trotzdem weit vorne sein. Denke ich. Oder es war einfach ein totales Erfolgserlebnis, dass wir jetzt denken, wir sind einer der Besten, obwohl wir trotzdem der Schlechteste sind. Gucken wir mal. Ja, der drittbeste von unserer Gruppe, 22-20. Eigentlich total beschissen, würde ich sagen. Aber naja, ich fühle mich trotzdem ganz gut. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch da. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten BO3-Folge oder unter einem anderen Let's Play, was ich euch natürlich auch nur empfehlen kann, mal woanders auch reinzuschauen. Ich bedanke mich trotzdem, wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.